In diesem Tutorial werden wir uns mit der gegenseitigen Lage von geraden Ebenen beschäftigen. Die Lagebeziehung zwischen einer Geraden und einer Ebene spielt eine wichtige Rolle für viele Themengebiete der Vektorgeometrie. Das Problem ist rechnerisch sehr einfach zu lösen, wenn man auch einen einfachen Lösungsansatz wählt. Was genau damit gemeint ist, werden wir natürlich gleich sehen. Als erstes zu der Problematik. Zwischen Geraden und Ebenen gibt es eigentlich nur drei Lagebeziehungen. Als erstes die Gerade und die Ebene können sich schneiden, so wie links abgebildet. Dann können sie natürlich zueinander parallel sein, ich glaube auch ganz gut erkennbar. Und drittens, die Gerade kann in der Ebene liegen. Als nächstes schauen wir uns die Voraussetzungen für einen möglichst einfachen Lösungsweg an. Im Normalfall ist die Gerade immer in Parameterform angegeben, so wie hier abgebildet. Und im Idealfall befindet sich die Ebene bereits in Koordinatenform oder in die sogenannte Koordinatengleichung. Wenn das nicht der Fall sein sollte, wenn die Ebene in einer Parameterform dargestellt ist oder in einer normalen Form, ist es immer empfehlenswert, zuerst die Ebenen umzuformen, natürlich in die Koordinatenform. Das gewährleistet dann einen möglichst einfachen Lösungsweg. Diese Umformung mittels Vektor- oder Skalarprodukt ist allerdings Teil eines anderen Tutorials, was ihr bei Bedarf in der gleichen Playlist findet. Und jetzt zu unserer ersten Beispielaufgabe. Wir gehen davon aus, dass sich die Ebene in der Koordinatenform befindet, damit wir einen möglichst einfachen Lösungsweg haben. Die gute Nachricht an dieser Stelle, egal welche der drei Lagebeziehungen hier zutrifft, wir haben immer den gleichen Lösungsansatz. Das bedeutet, wir zerlegen als erstes die Gerade in einzelnen Koordinaten, so zeilenweise. Also x1 wäre dann entsprechend 4 plus t, x2 dann 6 plus 2t, x3 2 plus 3t und ersetzen dann die 3x'er in der Ebenengleichung mit dieser Terminabhängigkeit von t. Dadurch bekommen wir 2 mal, Klammer auf, 4 plus t, plus 4 mal 6 plus 2t plus 6 mal 2 plus 3t und das Ganze ergibt dann minus 12. Was hier entstanden ist, ist eine Gleichung mit einer Unbekannte. Das bedeutet, wir lösen die Klammer auf und formen nach t um. Also, wenn wir hier vorne die Klammer auflösen, dann haben wir 8 plus 2t plus 24 plus 8t plus 12 plus 18t sind dann minus 12. Dann fassen wir als erstes die ganzen t's zusammen. Dann haben wir 10 plus 18 sind 28t. Dann die Zahlen 8 plus 24 sind 32, plus 12 sind 44. Und diese 44 können wir rüberbringen mit minus 44. Und dann haben wir hier minus 56 stehen. Dann teilen wir durch 28. Und somit kriegen wir für t gleich minus 2 raus. So, jetzt geht es darum zu entscheiden, welche Lagebeziehung hier an der Stelle zutrifft. Wenn für t eine eindeutige Lösung existiert, also da kann jede mögliche Zahl hier für t entstehen, dann schneiden sich die Gerade und die Ebene. Das bedeutet auch in diesem Fall, wir haben für t gleich minus 2. Also können wir sagen, dass die Gerade die Ebene schneidet. Und natürlich möchten wir auch noch diesen Schnittpunkt bestimmen. Dafür nehmen wir diesen t-Wert und setzen es hier in unsere Geradengleichung oder am besten hier, wo die Gerade bereits zerlegt ist, das ist einfacher zu rechnen. Also, als Hinweis schreibe ich kurz hin, t gleich minus 2 in g einsetzen. Und dann haben wir x1 ist gleich 4 minus 2. X2 dann entsprechend 6 und 2 mal minus 2 sind minus 4 und X3 dann 2 minus 6. Wenn wir das Ganze zusammenfassen und als Punkt schreiben, dann haben wir die Koordinaten 2, 2 und minus 4. Also, das ist unser Schnittpunkt. In unserem nächsten Beispiel werden wir natürlich den gleichen Lösungsansatz benutzen. Das bedeutet, an dieser Stelle, wir zerlegen wieder die Gerade in einzelnen Koordinaten. X1 ist dann 1 plus 2t, dann x2 entsprechend minus 2 plus t und x3 dann 3 plus 2t.
Dann setzen wir wieder die x in unsere Ebenengleichung ein. Es fällt uns auf, x2 ist hier gar nicht vertreten, also können wir es gar nicht einsetzen. Das bedeutet nur für x1 wird dann 1 plus 2t eingesetzt und dann kommt eine Minusklammer mit 3 plus 2t und das Ganze soll 0 ergeben. Wir lösen natürlich die Klammer auf. 1 plus 2t minus 3 und minus 2t gleich 0. Und dann sollte uns auffallen, plus 2t minus 2t verschwindet und am Ende bleibt minus 2 gleich 0. Im Vergleich zu unserem vorherigen Beispiel haben wir hier einen mathematischen Widerspruch. Da steht minus 2 ist gleich 0, das ist natürlich Unsinn. Das bedeutet aber übersetzt, dass die Gerade und die Ebene nichts gemeinsam haben. Kurz gesagt, damit sind sie parallel. Kleiner Hinweis, wir werden auch gleich eine Fallunterscheidung machen. Wenn hier eine wahre Aussage stehen würde, wie 2 gleich 2 oder 0 gleich 0, dann gäbe es unendlich viele Lösungen, also würde die Gerade in der Ebene liegen. Damit keiner die Übersicht verliert, an dieser Stelle wie versprochen eine kleine Fallunterscheidung. In unserem ersten Beispiel hatten wir für t eine eindeutige Lösung und wenn das der Fall ist, gibt es immer einen Schnittpunkt. Fall 2, das entsprach auch unser zweiten Beispiel. Da gab es am Ende gar keine Lösung, beziehungsweise ein mathematischer Widerspruch, so ähnlich wie 0 gleich 3. Dann ist die Gerade parallel zu der Ebene. Und im dritten Fall, wenn am Ende eine wahre Aussage steht, wie zum Beispiel 2 gleich 2 oder 0 gleich 0, dann liegt die Gerade in der Ebene. Was wir uns bis jetzt angeschaut haben, sind die Standardlösungswege bzw. Standardlagebeziehungen. Allerdings gibt es noch ein paar besondere Lagebeziehungen bzw. alternative Lösungswege, die bei vielen Aufgaben von großer Bedeutung sind. Deshalb, für die Interessierten unter euch, geht es an dieser Stelle noch ein bisschen weiter. Wie man bereits in der Überschrift erkennen kann, geht es an dieser Stelle darum, dass eine Gerade und eine Ebene sich orthogonal schneiden. Deshalb schauen wir uns unser erstes Beispiel von vorher an. Die Gerade und die Ebene sind gegeben und versuchen jetzt, uns das Ganze ein bisschen bildlich vorzustellen. Die Ebene kann man abstrakt auch als Parallelogramm darstellen und n wäre dann der Normalvektor der Ebene. Der Normalvektor, zur Erinnerung, entspricht immer dieser Koeffizienten hier vor x1, x2 und x3, also diese 2, 4, 6 in diesem Fall. Und die besondere Lage des Normalvektors ist, dass er immer orthogonal zu der Ebene steht. Wenn die Gerade ebenfalls orthogonal zu der Ebene ist, wird sie genau so aussehen. Und der Richtungsvektor der Geraden, das ist dieser 1, 2, 3 hier an dieser Stelle, wird natürlich ebenfalls orthogonal zu der Ebene sein. Anhand der Skizze können wir, glaube ich, ganz gut erkennen, dass wenn die Gerade orthogonal zu der Ebene ist, dass die zwei Vektoren n und r Vielfache sein müssen. Also, das ist jetzt die Schlussfolgerung und die können wir auch hier überprüfen. Also, wir lesen von der Geradengleichung den Richtungsvektor aus, 1, 2, 3, und von der Ebenengleichung den Normalvektor, 2, 4, 6. Und ich glaube, man kann an dieser Stelle ganz gut erkennen, wenn man den ersten Vektor mal 2 nimmt, bekommt man genau den zweiten Vektor raus. Also können wir mit gutem Gewissen sagen, dass sie Vielfache sind, beziehungsweise, dass die Gerade und die Ebene sich orthogonal schneiden. So, als nächstes wollen wir uns einen alternativen Lösungsweg für die Parallelität zwischen Gerade und Ebene anschauen. Dafür nutzen wir wieder unser zweites Beispiel. Wir haben bereits rechnerisch entschieden, dass diese Gerade und diese Ebene parallel sind. Jetzt wollen wir uns das Ganze auch nochmal bildlich vorstellen. Also, wir haben wieder die Ebene dargestellt mit ihrem Normalvektor und natürlich ist dieser Normalvektor orthogonal zu der Ebene. Wenn die Gerade parallel zu der Ebene sein sollte, dann könnte sie beispielsweise diese Lage annehmen und auch anhand von diesem Schaubild können wir ja problemlos erkennen, dass der Richtungsvektor der Geraden an dieser Stelle ebenfalls orthogonal zu dem Normalvektor der Ebene ist. Also, hier und hier haben wir 90 Grad Winkel. So, wie können wir das Ganze überprüfen? Also, ob der Richtungsvektor der Geraden und der Normalvektor der Ebene orthogonal zueinander sind. Natürlich über das Skalarprodukt. Also, wir erinnern uns an dieser Stelle, wenn das Skalarprodukt zweier Vektoren 0 ist, dann kann man sagen, dass die Vektoren zueinander orthogonal stehen. Und das wollen wir jetzt auch an dieser Stelle kurz überprüfen.
Also, der Richtungsvektor der Geraden kann man hier ablesen, das ist dieser 2 und 2. Und der Normalvektor der Ebene ist hier 1, 0 und minus 1, also dieser hier. Und miteinander skalar multipliziert, also jede mit jeder Koordinate miteinander multiplizieren und zusammengefasst, ergibt tatsächlich 0. Allerdings haben wir an dieser Stelle noch ein kleines Problem. Wir können noch nicht mit Gewissheit sagen, dass die Gerade und die Ebene parallel sind. Und zwar wieso nicht? Weil, wenn die Gerade in der Ebene liegen sollte, sieht die Situation eigentlich identisch aus. Also, wir haben hier in unserer Skizze unser Richtungsvektor für die Geraden, können wir als R bezeichnen, und hier der Normalvektor der Ebene, und die sind dann ebenfalls orthogonal zueinander. Also, wie lösen wir das Problem? Ganz einfach durch eine Punktprobe. Wir nehmen den Stützvektor der Geraden und setzen es in die Ebene ein. Anhand unseres Beispiels sieht das Ganze wie folgt aus. Das ist der Stützvektor hier. Den nehmen wir und setzen es dann in unsere Ebenengleichung ein. Und wenn die Probe erfolgreich wäre, dann würde diese Gerade in der Ebene liegen. Wenn die Probe nicht erfolgreich ist, dann ist die Gerade tatsächlich echt parallel zu der Ebene. Also, zu der Überprüfung. Für x1 setzen wir natürlich 1 ein. x2 können wir nicht einsetzen. Und dann kommt noch minus 3 ist gleich 0. Zusammengefasst ergibt das minus 2 ist 0 und erst jetzt sehen wir den Widerspruch. Das bedeutet, dass die Gerade und die Ebene tatsächlich, genauso wie rechnerisch gezeigt, zueinander echt parallel sind. Wenn hier eine wahre Aussage rauskäme, wie 2 gleich 2 oder 0 gleich 0, dann würde natürlich die Gerade in der Ebene liegen. Also aufpassen mit diesen besonderen Lagebeziehungen. Man muss in diesem Fall eine zusätzliche Überprüfung machen, damit der Beweis vollständig ist.